wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir haben noch Zeit, mach dir keine Sorgen. Das Märchen fängt erst in einer halben Stunde an, also langsam. Aber ein Märchen spielen sie nur einmal im Jahr. Und Zebras im Wald ist bestimmt toll. Ich will unbedingt pünktlich da sein. Hm? Wieso gehen die denn wieder? Eigenartig. Was ist denn da los? Hallo, Zack. Siehst du dir auch gleich das Märchen an? Nein, das wird sich heute niemand ansehen. Schade. Was? Das ist wirklich schade. Das Theater hat die Vorstellung abgesagt. Der Hauptdarsteller ist über irgendwas gestolpert und hat sich den Huf verletzt. Es gibt keinen Ersatz für ihn. Na, dann müssen wir eben aufs nächste Jahr warten. Morgen, Theo. Hallo, Elsie. Möchtest du mit mir Ritter und Prinzessin spielen? Nein, nein, danke, Elsie. Hey, was ist los? Ach, wir wollten uns heute das Märchen ansehen, aber es ist abgesagt worden. Jetzt muss ich ein Jahr auf die nächste Vorstellung warten. Das ist ganz schön lang. Das wollte ich mir auch so gern ansehen. Am besten gefällt mir in diesem Stück das lustige Pferd. Ja, das finde ich auch ganz toll. Und ich habe das Gefühl, dass die Schauspieler auf der Bühne ganz viel Spaß haben. Oh ja, das macht sicher großen Spaß. Sowas könnte ich doch auch machen. Ich erfinde einfach mein eigenes Märchen. Und ich fange sofort damit an. Ich habe eine super tolle Idee. Ich freue mich, dass du jetzt gar nicht mehr traurig bist, mein Junge. Ja, weil ich mein eigenes Märchen aufführen werde. Und zwar für alle. Deine Idee finde ich wundervoll. Hast du dir schon eine Geschichte ausgedacht? Nein, noch nicht. Aber ich mache mich sofort an die Arbeit. Theo? Worum geht's denn in deinem Märchen? Ich denke, es wird um eine sehr schöne einsame Prinzessin gehen, die vor ihren furchtbar bösen Schwestern davonläuft und die sich irgendwo einen Prinzen sucht. Und diese Geschichte werde ich wohl Aschenzebra nennen. Ich bin mir sicher, dass alle dein Märchen sehen wollen. Glaube ich auch. Ich habe noch sehr viel zu tun. Ich muss die Geschichte aufschreiben, das Bühnenbild bauen und dann alles einstudieren. So könnte schon mal das Schloss aussehen. Und das ist der Wald. Na, wie findest du das, Pock? Du hast recht. Das hier ist ja viel zu klein. Ich muss die Kulisse größer machen. Ich werde etwas später darüber nachdenken. Ich brauche ja auch noch Kostüme. Na also, da hätte ich doch schon was für den Prinzen. Aber ich weiß noch gar nicht, was die Prinzessin tragen soll. Und wer soll denn die Prinzessin spielen? Das könntest du doch machen. Ach, tu mir den Gefallen. Du könntest doch die Prinzessin spielen und ich spiele den Prinzen. Aber wer spielt denn die boshaften Schwestern der Prinzessin? Nein, nein, Pock. Ich brauche richtige Schauspieler. Stofftiere können das nicht machen. Ich muss hier noch so viel organisieren. Vielleicht war es keine gute Idee von mir, allein ein Märchen aufzuführen. Also wenn es keine Vorstellung gibt, dann nehme ich lieber die Plakate ab. Du bist einfach super, Theo. Bin ich das? Oh ja, natürlich. Weil du ein Stück aufführst. Wir sind alle ganz gespannt. Also bis dann. Oh nein, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Theo, wir haben gar nicht gewusst, dass dein Märchen hier in unserem Garten aufgeführt werden soll. Und dass du mit für alle die ganze Nachbarschaft gemeint hast, wussten wir auch nicht. Naja, aber es geht alles schief. Ich kann so ein Märchen nicht ganz alleine auf die Bühne bringen. Aber nun freuen sich Mr. Zoe und Zack schon so sehr auf die Vorstellung. Ich kann sie doch nicht so furchtbar enttäuschen. Tja, Theo, aber was willst du denn jetzt tun? Also ich brauche eine Kulisse und ich brauche Kostüme und dann noch Schauspieler. Es wäre sehr schön, wenn mir jemand helfen würde. Bitte. Naja, ist gut. Aber da wird wohl die ganze Familie einspringen müssen, um diese große Produktion in die Wege zu leiten.
Wie böse sollen denn die bösen Schwestern in deinem Märchen sein? Ganz, ganz furchtbar böse. Und eins würde mich noch interessieren. Können die bösen Schwestern auch zaubern? Ja, ja, natürlich. Die Schwestern haben magische Zauberkräfte. Ah, na dann wäre das doch was für uns, oder? Oh, das bringt mich auf eine tolle Idee. Ja, natürlich kann ich der Erzähler sein, Theo. Aber ja, das ist doch eine sehr wichtige Rolle. Ich darf die Prinzessin spielen? Oh, vielen Dank, Theo. Juhu! Oh Mann, Papa, das sieht wirklich ganz toll aus. Schön, dass es dir gefällt, Theo. Und wie gefällt dir das da? Was sagst du denn zu meinem Zauberwald? Und? Das hier ist eine gruselige Höhle. Oh, toll. Vielen Dank, Papa. Auf eine Gruselhöhle wäre ich gar nicht gekommen. Aber das bringt mich auf eine Idee für meine Geschichte. Ich bin die Prinzessin Elsie. Niemand im ganzen Land ist so schön und so mutig wie ich, die Prinzessin. Noch nicht einmal die Drachen trauen sich gegen mich zu kämpfen. Genau, eine Prinzessin kann genauso mutig sein wie ein Prinz. Und das bringt mich schon wieder auf eine Idee, die meine Geschichte noch sehr viel spannender macht. Also, ich glaube, dass jetzt alles gut gehen wird, Pock. Denn wir haben die Kulissen und die boshaften Schwestern und die Prinzessin. Oh nein, eins habe ich vergessen. Ich habe ja gar nicht an das Pferd gedacht. Ah, Theo, ich habe schon meinen Text gelernt. Ach, Opa, ich habe ja überhaupt nicht an das Pferd gedacht. Und welche Rolle soll es in den Märchen spielen? Jetzt reg dich doch bitte nicht auf, Theo. Auch dieses Problem werden wir bewältigen. Du musst dir erst mal genau überlegen, wie das Pferd in deine Geschichte passen könnte. Okay, ich hab es, Pock. Ich bin fertig. Jetzt wird es doch noch ein Pferd in meinem Märchen geben. Ich habe es geschafft. Vor langer, langer Zeit gab es eine einsame Prinzessin, die mit ihren zwei bösen Schwestern zusammenlebte. Ach, ich warte sehnsüchtig auf einen hübschen Prinzen. Du wirst nirgendwo in diesem Land einen Prinzen finden. Weil wir nämlich alle Prinzen weggezaubert haben. Du wirst für immer bei uns bleiben müssen, meine arme kleine Prinzessin Elsie. Ich werde also niemals einen Prinzen finden. Was ist denn das für ein Krach? Schau einfach hinter dich! Hä? Aber da ist doch gar nichts. Doch, da ist was! Schau hinter dich! Nanu, das ist ja eine gefiederte Fee. Und sie will, dass ich ihr folge. Soll ich das denn tun? Ja! Ja, du musst ihr folgen! Eine dunkle Höhle. Ist da irgendjemand drin? Achtung! Neben dir ist jemand! Na sowas, das ist dir ein Pferd. Hast du dich etwa verirrt, mein liebes Pferd? Na komm, ich zeig dir den richtigen Weg. So, da wären wir schon. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich dich gefunden habe. Leider, leider bist du kein hübscher Prinz. Aber ich glaube, wir könnten Freunde werden. Muah. Du bist ja doch ein hübscher Prinz. Ja, ich bin ein verzauberter Prinz. Deine bösen Schwestern haben mich vor langer, langer Zeit in ein Pferd verwandelt. Aber der Zauberbann ist gebrochen worden. Durch deinen Kuss. Und so hat die einsame, tapfere Prinzessin Elsie doch ihren hübschen Prinzen gefunden. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ende. Ja! Großartig! Ja, das war unglaublich! Na also, es ist alles gut gelaufen. Und ich finde, in einem Märchen mitzuspielen, macht ja noch viel mehr Spaß, als sich eins anzusehen, oder? Ja! Ach, das war einfach super toll, Theo. So ein schönes Märchen habe ich echt noch nie gesehen. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich sollte jedes Jahr ein Märchen aufführen. Findet ihr nicht auch? Oh ja, gern.
Aber natürlich nur, wenn wir alle mitspielen dürfen. Und das nächste Stück wird dann heißen, die bösen Schwestern schlagen wieder zu. Das ist eine ganz tolle Idee. Bei einem Märchen haben alle Spaß, völlig egal, wie alt man ist. Juhu! Hey! Vorsichtig, Theo. Entschuldige, Elsie, aber ich muss unbedingt noch ein bisschen üben. Ich will doch Jongleur werden, wenn ich mal groß bin. Du wolltest doch Polizist werden. Ach, das war gestern. Mein Opa hat mir Jonglieren beigebracht, weißt du? Eines Tages werde ich der beste Jongleur auf der ganzen Welt sein. Bis dann, Elsie. Bis dann, Theo. Oh, das machst du sehr gut, Theo. Ja, das ist hervorragend. Oh, wow, Theo. Du kannst ja toll jonglieren. Oh! Oh, Mann, Elsie! Tut mir leid, Theo. Und dabei hast du es so gut gemacht. Aber ich muss dir was zeigen. Theo? Hey, sag mal, was ist denn das? Hula-Hoop-Reifen. Pass auf. Das machst du ja ganz toll. Danke. Hey, Elsie, weißt du was? Ich habe eine super Idee. Wir beide könnten doch einen Zirkus aufmachen. Du trittst mit deinen Hula-Hoop-Reifen auf und ich jongliere. Und, na, was passiert denn noch so in einem Zirkus? Theo? Weißt du, Mr. Zoe hat gerade angerufen. Er hat heute im Laden viel zu tun und darum würde er Zack herbringen. Dann könnt ihr beide ein bisschen spielen. Aber Elsie und ich wollten uns gerade ein paar Zirkusnummern ausdenken. Dabei könnte er euch ja vielleicht helfen. Wie wär's, wenn er zum Beispiel die Elefanten trainiert? Nicht schlecht, aber wir haben gar keine Elefanten. Also, ich glaube, ihr werdet in eurem Zirkus bestimmt eine Aufgabe für ihn finden. Ist gut, Mama. Hallo, guten Tag, Zack. Elsie und Theo warten schon auf dich. Die beiden sind da drüben. Dankeschön. Wow, hey, hallo, was macht ihr beide da? Hey, hallo, Zack. Wir wollen gerade ein paar Zirkusnummern aufführen. Du kannst hier mitmachen, wenn du Lust hast. Oh ja, und ob ich Lust habe. Und was würdest du in einem Zirkus machen? Also, ja, ich kann, oh, naja, wenn ich ehrlich sein soll, ich kann gar nichts. Hey, ich könnte dir ja mal zeigen, wie man jongliert. Also, du musst einfach einen Ball in die Luft werfen und... Kurz bevor du den Ball fängst, wirfst du einen anderen Ball in die Luft. Hier, versuch's doch mal. Mach ich. Ja, ich versuch's. Ach, Mann. Versuch's noch mal. Nach einer Weile kannst du's sicher auch. Oh, das wollte ich nicht. Keine Sorge, den finden wir schon. Das hast du gut gemacht. Oh, nein, nein, ich glaube, ich kann nicht richtig gut jonglieren. Naja, weißt du, mein Opa hat zu mir gesagt, dass es wirklich absolut wichtig ist, immer ganz, ganz viel zu üben. Aber wenn ich nicht jonglieren kann, was könnte ich denn sonst noch in einem Zirkus tun? Probier's doch einfach noch mal mit dem Hula-Hoop-Reifen. Ist überhaupt nicht schwer. Oh ja, danke. Das sieht echt nicht so schwer wie jonglieren aus. Also ich denke schon, dass ich das schaffen könnte. Ach, es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Kreise mit den Hüften. So wie ich. Immer kreisen. Und kreisen. Und kreisen. Ja, du schaffst es. Das machst du aber sehr gut, Zack. Ja! Ja! Aua! Oh, ach du meine Güte. Also das kann ich auch nicht so besonders gut. Hula Hoop ist ja ganz schön schwer. Also, es muss doch irgendwas geben, was du machen kannst. Hey, wie wär's denn mit Hochseilakrobatik? Hochseilakrobatik? Naja, du wirst ja nicht gleich auf der Wäscheleine anfangen. Du musst natürlich erst mal ein bisschen üben. Und ich weiß auch schon, mit welcher Übung wir beginnen werden. Du, Opa, könnte ich mir vielleicht einen Bambusstock leihen, damit Zack lernt, wie man auf dem Hochseil geht? Hochseilakrobatik ist aber nicht ganz ungefährlich. Naja, gut. Hier hast du einen. Du musst die Arme ausstrecken, um das Gleichgewicht zu halten. Geh mal auf dem Stock lang.
Also ich glaube, Hochseil scheint auch nicht das Richtige für dich zu sein. Aber für Pock schon. Seht euch das mal an. Oh. Hm? Pock kann das sehr gut. Gegen ihn bin ich ein ganz schlechter Hochseilakrobat. Ja, aber Pock ist doch ein Vogel. Und Vögel können sowas. Hey, soll ich euch was sagen? Ich meine, vielleicht könnte ich ja Akrobat werden. Ich glaube, da musst du wohl noch ein bisschen trainieren. Ja, ich werde jetzt trainieren. Na, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Training an. Wir wollen noch einen Zirkus eröffnen. Na zack, was ist los? Was hast du, mein Junge? Wissen Sie, Theo und Elsie üben gerade, weil sie einen Zirkus eröffnen wollen. Ich würde ja auch sehr gern irgendetwas vorführen. Aber ich kann einfach nichts Richtiges. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sei nicht traurig. Man kann eben nicht immer alles. Das ist völlig normal. Weißt du was? Ich bin gerade dabei, ein großes Picknick im Garten vorzubereiten. Hast du vielleicht Lust, mir zu helfen? Oh ja, das mache ich. Im Picknick vorbereiten bin ich ganz toll. So. Hier ist ein schöner Platz. Nun packen wir alles aus und legen es dahin. Alle zum Picknick herkommen. Hey, hier seht mal, ich habe einen Kuchen für euch. Wollt ihr? Oh nein, der schöne Kuchen. Oh, das tut mir so leid. Das ist gar nicht so schlimm, Zack. Ich habe in der Küche noch einen Kuchen. Ich hole ihn. Ach, Zack, das war so lustig mit dem Kuchen in deinem Gesicht. Ja, aber na klar, das wäre doch was für dich. Ach ja? Was wäre was für mich? Na, was ist denn in jedem Zirkus zu sehen, hä? Ein Clown natürlich. Ja, ja, genau. Ein Clown. Ich könnte doch einfach als Clown auftreten. Ja, und du wirst der lustigste Clown in der ganzen Stadt. So, da haben wir es. Ich habe hier Schminke für dich. Genau das Richtige für einen Clown. Dankeschön. Und diese Schuhe musst du anziehen. Und dann kriegst du noch eine Latzhose. Naja, als Clown kann man sich nämlich auch mal schmutzig machen. Mhm. Hier, bitte, Mr. Zoe. Dankeschön, Elsie. Bitte die Plätze einnehmen. Die Vorstellung wird gleich beginnen. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen in dem Zebra-Zirkus von Theo, Zack und Elsie. Und nun darf ich vorstellen, Elsie, die absolute Königin des Hula-Hoop-Reifens. Und Theo, den Jongleur und Zack, unseren Clown. Das ist ja ein ganz toller Clown. Oh, sehr gut. Eure Vorstellung ist ja wirklich toll. Danke, Theo. Das hat mir echt unheimlich Spaß gemacht. Du warst der beste Clown, den ich jemals gesehen habe. Oh ja, und es war der beste Zirkus, den ich jemals gesehen habe. Ihr seid alle großartig. Bis dann, Theo. Bis dann, Elsie. Wir sehen uns bald. Ich bin ein ziemlich guter Clown, oder? Wiedersehen. Na,
Theo, was überlegst du denn gerade? Ach, ich habe meine Meinung geändert. Ich will jetzt gar nicht mehr Jongleur werden, weißt du? Hm? Ich werde dir was sagen. Wenn ich groß bin, dann werde ich nämlich Clown. Nö? Oh, oh. Und los geht's! Abracadabra! Theo, was soll der Quatsch? Hä? Ach so, na, ich übe. Was übst du denn? Ich bin gestern mit Mama und Papa in einer Zaubershow gewesen. Ach, und wie war das? Wir waren beim mächtigen Mysterioso. Das war echt toll. Er hat ein Kaninchen aus einem Hut gezaubert. Und er ist sogar durch eine super dicke Wand gegangen. Dann hat er eine Frau in einem Schrank versteckt und auf einmal war sie weg. Hm. Und darum will ich auch einmal Zauberer werden, wenn ich groß bin, verstehst du? Abracadabra! Ich dachte, du wolltest Rennfahrer werden. Nein, das war gestern. Bis später. Ja, bis später, Theo. Da bin ich wieder. Abracadabra. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Aber was soll denn Abracadabra bedeuten? Das ist mein Spezialzauberwort, weißt du? Ich habe nämlich gerade versucht, dich einfach verschwinden zu lassen. Aber zum Glück hat das nicht funktioniert. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe heute auch ein bisschen gezaubert. Ach, wirklich? Mhm, in der Küche. Oh, da bist du ja. Hallo, mein Junge. Hallo, Theo. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Mama hat gesagt, dass sie gezaubert hat. Und Achtung. Abracadabra! Oh, toll, Schokoladenkekse. Die esse ich am liebsten. Danke, Mama. Das sind auch deine Lieblingskekse, habe ich recht, Pock? Aber Vorsicht mit den Keksen, sonst hast du keinen Platz mehr fürs Abendessen. Weißt du, Kekse zu backen ist keine richtige Zauberei. Ich werde jedenfalls was anderes zaubern, wenn ich mal groß bin. Ich glaube, du irrst dich. Diese Kekse sind verzaubert. Wenn du einmal davon abbeißt, kannst du bestimmt gleich sehr viel besser zaubern. Also, ich stelle mich jetzt mal hinter diese Tür und du sagst dein Zauberwort. Ach so, und dann musst du noch dreimal deinen Zauberstab schwenken. Abracadabra! Eins, zwei, drei! Hä? Opa ist verschwunden! Boah. Hm? Opa! Siehst du, na, was habe ich dir gesagt? Zauberei! Aber das war doch gar keine Zauberei. Oh, doch, das war's. Es ist schon Zauberei, wenn du in Opas Alter noch so rennen kannst. Nein, Pop, nicht! Weißt du, dass Mama sauer wird? Also, wenn ich ein großer Zauberer werden will, dann brauche ich auch Zaubersachen. Aber ich habe doch gar keine. Aha. Also, ich glaube, dass ich dir da helfen kann. Ja? Ach, ein Zauberkasten. Ja, ich glaube, dass ich noch einen auf Lager habe, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich mal ganz scharf nachdenke, dann fällt mir ein, dass er genau hier ist. Wow, vielen, vielen Dank, Mr. Zoe. Nichts zu danken, mein Junge. Danke, Opa. Abracadabra! Das war sehr gut. Abracadabra! Du bist richtig clever. Abracadabra. Ups. Das ist so ein ganz toller Zauberkasten, Opa. Aber ich brauche so einen richtig guten Trick. Wie den,
Vom mächtigen Mysterioso. Hm, ich verstehe. Ich glaube, es hat dich sehr beeindruckt, wie er seine Assistentin hat verschwinden lassen. Vielleicht, ja, da hätte ich was für dich. Und das ist genau das, was du brauchst. Na los, komm mit. Hier, bitte. Also, mit dieser Zauberkiste hast du die Möglichkeit, deinen Assistenten Pock verschwinden zu lassen. Echt? Und wie funktioniert das, Opa? Das ist ganz einfach. Sieh mal, du machst die Tür hier auf und lässt deinen Assistenten rein. Hab keine Angst, Pock. An der Hinterwand befindet sich noch eine Tür, durch die du verschwinden kannst, bevor Zeo Abracazebra sagt und die andere Tür wieder aufmacht. Jetzt müssen wir den Kasten nur noch anmalen, damit er für die Show heute Abend gut aussieht. Hm? Ich freue mich schon auf die Vorstellung. Mhm. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres als ein bisschen Zauberei. Ach, außer Makronen. Ach ja, ich bin verrückt nach Makronen, weißt du? Und dazu ein... Psst, die Show fängt doch gleich an. Meine Damen und Herren, heute präsentiere ich Ihnen den großartigen Zeoprindo. Oh, wunderbar. Oh, herrlich. Abracazebra! Oh. Mein Herr, das hier ist Ihre Zeitung, oder? Das stimmt doch, habe ich recht? Ja, das ist meine. Aber ich habe doch die Sportseite noch nicht gelesen. Das ist kein Problem. Abracazebra! Tada! Hier in einem Stück. Aha. Der erste FC Schwarz-Weiß hat wohl den Sieg davongetragen. Für meinen nächsten Trick, meine Damen und Herren, benötige ich die Hilfe von meinem Assistenten. Abracazebra. Wie hat er das nur gemacht? Was meinst du, ob er auch Makronen herbeizaubern kann? Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für den absolut raffiniertesten Trick der großartigen Zeoprendo-Show. Ich verrate nur eins, vor Ihren Augen wird mein Assistent einfach verschwinden. Hm? Ich bitte um Ruhe, da dieser Trick absolute Konzentration verlangt. Eins... 2, 3, Abracazebra! Nein! Dankeschön, Dankeschön! Auf Dauer werde ich nicht ohne meinen Assistenten auskommen. Und darum zaubere ich ihn wieder her. Abracazebra! Tada! Oh! Abracazebra! Pock! Oh! Abracazebra! Pock! Wo ist er denn auf einmal, Zeo? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, er sollte hier durchgehen. Das ist eine Geheimtür. Und dann hätte er sich unter diesem Tisch verstecken müssen, bis ich ihn hervorgeholt hätte. Na, das ist ja raffiniert. Ja, aber nun ist er verschwunden. So richtig in echt verschwunden. Vielleicht bin ich ja wirklich ein Zauberer. Pock? Pock! Wo bist du? Ist die Show denn jetzt vorbei? Wollen wir eine Kleinigkeit essen, während wir auf Pock warten? Pock! Wo bist du? Also wo kann er denn nur sein? Zeo! Naja, also ich würde sagen, Pock hatte einfach Lust, ganz schnell mal in die Küche zu fliegen, weil ihm eingefallen ist, dass sich ja hier noch ein paar Kekse befinden. Na, Pock, ich hab doch recht, oder? Also, dann bin ich ja überhaupt kein richtiger Zauberer. Da bin ich aber wirklich erleichtert, denn ich wäre furchtbar traurig gewesen, wenn du für immer verschwunden wärst. Und mir hätte es wirklich kein bisschen gefallen, wenn alle Kekse verschwunden wären. Ja, das hätte mich auch geärgert.
Das war wirklich eine wundervolle Zaubervorstellung. Sie war... zauberhaft? Ja, zauberhaft. Wer drückt zuerst? Ihr kriegt mich nie. Oh, das ist ja eine Katastrophe, eine Katastrophe. Stimmt was nicht? Oh ja, das kann man wohl sagen. Die haben einfach die Show Das Rad der Fragen abgesetzt. Meine absolute Lieblingsshow. Nun sieh dir an, was jetzt da läuft. Das ist doch lächerlich. Die können sich doch mit dem Rad der Fragen gar nicht vergleichen. Naja, ein bisschen albern ist das schon. Was? Albern? Das ist eine Riesenkatastrophe. Nun habe ich keine Chance mehr mitzumachen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mich schon beworben habe. Na, wir könnten doch irgendwas anderes spielen. Wie wär's denn mit Verstecken? Das macht Spaß. Tja, also das ist ja wirklich sehr lieb von dir, aber das ist einfach nicht das Gleiche wie das Rad der Fragen, weißt du? Ein Elefant ist aus dem Zoo ausgebrochen. Nun läuft er durch die Stadt. Demjenigen, der das Tier wieder zurückbringt, wird eine hohe Belohnung ausgezahlt. Ich weiß was. Was denn? Für weitere Meldungen. Opa, Opa! Ja, Theo? Kannst du mir helfen? Ja, gern, natürlich. Aber wobei? Naja, Uromas Lieblingssendung läuft nicht mehr im Fernsehen. Das Rad der Fragen, ja, das habe ich schon gehört. Ich glaube, dass sie ganz unglücklich darüber ist. Da hast du recht. Das ist eine Katastrophe. Und da dachte ich, wir spielen das Rad der Fragen jetzt hier. Dann kann Uroma mitmachen, so wie sie es immer wollte. Gut, das ist wirklich ein hervorragender Plan. Doch wie machen wir das? Hier, damit fangen wir an. Oh ja! Mit diesem Rad dürfte das sehr gut funktionieren. Gar nicht übel, oder? Das ist ja total super. Es sieht aus wie das Echte. Du bist der tollste Heimwerker der Welt. Also, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich find's auch gut. Opa, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Bist du dir sicher? Ich dachte, ich hab... Naja, die Fragen. Uromas Lieblingssendung heißt doch Das Rad der Fragen. Schon vergessen? Die Fragen, du hast recht. Na klar, wir brauchen Fragen. Ich lass mir ein paar einfallen. Und wir dürfen Uroma nichts verraten. Das wird eine Überraschung. Ich sage kein Wort. Ach, da bist du ja, mein Junge. Zinja will mit dir spielen. Also, weißt du, vielleicht kannst du mir ja helfen. Hä? Kannst du was für dich behalten? Ja, na klar kann ich das. Ich will nie etwas verraten. Sehr gut. Na dann komm. Wir müssen uns schwierige Fragen für Uroma ausdenken. So wie sie auch in der Sendung vorkommen. Oh, okay. Solche wie... Von welchem Planeten stammt der berühmte Zodorak ab? Oh, ja, toll. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich habe auch eine. Was sind Mack, Zack, Chips? Das ist auch eine gute Frage. Was sind Mack, Zack, Chips? Gut, und wenn Uroma gewinnt, was für einen Preis kriegt sie dann? Über Preise habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, aber natürlich braucht ihr Preise. Es wäre nicht das Rad der Fragen, wenn keine Preise dabei wären. Uromas Lieblingskekse wären doch ein super Preis. Oh ja, da würde sie sich sicher freuen. Das wäre ein ganz toller Preis. Ja, das finde ich auch. Machst du ein paar mehr? Ich würde mich auch sehr freuen. Nein, du kriegst erst welche, wenn du beim Rad der Fragen gewinnst. Papa, kannst du Oma eine Einladung schreiben? Ja, das mache ich gern. So, hier sind die Preise. Das ist super, super toll.
Da müsst ihr erst mal gewinnen. Schon vergessen, dass das Preise sind? Stimmt ja. Ach, das hatte ich schon ganz vergessen. Hier, die Einladung ist fertig. Danke, Papa. Danke, Mama. Hör mal, Pock, ich habe einen Job für dich. Hier, du bringst die Einladung zu U-Oma. Du weißt ja, wo sie ist. Oh, vielen Dank, Pock. Von wem ist der? Und hier kommt schon der nächste Teilnehmer. Begrüßt ganz herzlich unsere Uroma! Ja! Ja! Das habt ihr alles nur für mich gemacht. Mhm. Also, Uroma, die Regeln kennst du ja. Ja, sicher, die kenne ich. Natürlich. Hey, und schon geht's los! Oh, es ist blau! Blau. Ja, also das bedeutet folgende Frage. Sprichst du ein bisschen lauter? Ich kann dich nicht hören. Na, dann solltest du einfach lauter stellen. Ja, also blau steht für Filme. Ich stell dir jetzt deine erste Filmfrage. In Die Rückkehr der Tribolonen kommt Zordorak vor. Von welchem Planeten stammt er? Also, ich weiß gar nicht, wer Zordorak ist. Hä? Aber wer Zordorak ist, weiß doch eigentlich jeder, oder? Psst. Das war ja nur eine Testfrage. Nun werde ich dir die richtige Frage stellen. Sag mir die Namen von dem großen grünen Monster in dem Film Die Herren vom Planeten X. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Big Snuggle! Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe gerade festgestellt, dass das nicht die korrekten Fragen für die Kandidaten sind. Wieso das denn? Die haben wir doch alle. Weißt du, ich glaube, das sind für Uroma die ganz falschen Fragen. Mhm. Ja, da hast du wohl recht, Zeo. Denken wir uns andere aus? Ich komme gleich wieder. Oh. Und du bleibst so lange hier, okay? Mhm. Zur nächsten Runde sind wir wieder zurück. Nach der Werbung folgt der zweite Teil von Das Rad der Fragen. Zebra-Cracker sind so lecker und sie treffen alle Geschmäcker. Obendrein sind sie gesund und sie passen in jeden Mund. Hallo, wir sind zurück zu der zweiten Runde von Das Rad der Fragen. Und jetzt haben wir auch die richtigen Fragen dabei. Es geht los! Gelb, das bedeutet eine Familienfrage. Oh! Sag mir den Namen von Papas Kuscheltier, als er noch klein war. Leo. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich den geflickt hab. Ja, Leo ist die richtige Antwort. Ja! Hurra! Sehr gut, und hier ist dein Preis. Danke. Nun sagt mir, wer der beste Handwerker der ganzen Welt ist. Na, dein Opa. Mozart! Ja, diese Antwort ist auch korrekt. Das ist ein Geier. Eine Rübe. Und unsere Gewinnerin heißt Uroma natürlich. Oh. Also, ich danke euch beiden von ganzem Herzen. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Wir wollten es genau wie in der richtigen Show machen. Und das ist euch gelungen. Ich finde, dass ihr sogar besser wart.
Wird es denn in der nächsten Woche wieder eine Show geben? Ja, aber natürlich. Bis nächste Woche, zur gleichen Zeit, am selben Ort. Dann gibt's wieder eine Runde von das Rad der Fragen. Ja! Wir freuen uns drauf. Ich dachte, du willst Polizist werden, wenn du mal groß bist. Nein, nein, jetzt nicht mehr. Ich will lieber Astronaut werden, denn dann kann ich nämlich den Weltraum erforschen. Hey, was ist denn hier auf einmal im Park los? Sie bereiten den Tanzwettbewerb vor. Wie bitte, ein Tanzwettbewerb? Ja, am Samstag geht es los. Hast du das denn gar nicht gewusst? Das wird ganz toll, aber ohne mich. Wenn ich groß bin, will ich ganz bestimmt nicht Tänzer werden. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Bis dann. Vielen, vielen Dank, dass sie auf Xenia aufpasst. Sie wird doch keinen Ärger machen, oder, Liebling? Du bist ein braves Mädchen. So. Ja, aber trotzdem sind wir ohne sie zum Mittagessen beim Oberbürgermeister eingeladen worden, obwohl sie doch so brav ist. Hallo, Mama. Weißt du, was wir heute in der Schule gemacht haben? Wir haben im Unterricht über das Thema Planeten und Weltraum und Astro... Oh. Hallo, Tante Zelda und hallo, Onkel Xavier. Tag, Xenia. Ja, hallo, Zeo. Tja, also, wenn der kleine Zeo jetzt da ist, dann könnt ihr beide ja schön zusammen spielen. Ja, wir gehen jetzt. Wir dürfen doch den Herrn Bürgermeister nicht warten lassen. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, auf Wiedersehen. Na, Xenia, was möchtest du denn gern machen? Also, ich weiß was. Wie wär's denn, wenn wir beide Monster im Weltraum spielen? Ich könnte ja der mutige Weltraumforscher sein. Und du bist so eine ganz schleimige Kreatur vom Planeten Garg. Ich möchte lieber meinen Tanz einüben. Das ist mir wichtiger. Du willst tanzen? Ja. Ich habe mich für den Tanzwettbewerb angemeldet und ich werde ihn auch gewinnen. Das hat mein Papa auch gesagt. Und eins und zwei und drei und vier. Versuch's doch auch mal. Wie bitte? Ich soll tanzen? Tanzen ist doch was für Mädchen. Ach Quatsch, Jungs tanzen auch. Hast du denn noch nie vom Rudolf Zebrajew gehört? Nein. Er war der berühmteste russische Balletttänzer aller Zeiten. Oh. Und eins und zwei und drei und vier. Lachen. Das ist ganz hohe Kunst. Aber ich hab doch gar nicht über dich gelacht, Xenia. Auch nicht über deinen Tanz. Egal, wenn ich mich beim Ballett auskennen würde, könnte ich viel besser tanzen als du. Oh, aha. Ist ja interessant. Na, wenn du so ein guter Tänzer bist, dann könntest du doch beim Tanzwettbewerb mitmachen, oder? Naja, gut. Ich mach mit. Das ist ja toll. Ach, ist das aufregend. Xenia macht beim Tanzwettbewerb mit. Hm? Und zwei und eins, zwei, drei, vier. Also, vielen Dank, dass ihr auf Xenia aufgepasst habt. Zeo, du siehst aber nicht glücklich aus. Was soll ich denn nur machen, Mama? Ich will keine Ballettklamotten anziehen. Dann werde ich bestimmt von allen ausgelacht. Und ich kann gar kein Ballett. Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Oh, mein kleiner Zeo. Tja, du hättest dir eben besser überlegen sollen, was du zu Xenia sagst, oder? Ja, klasse, heute ist Sonntag. Heute Nachmittag spielen wir im Park Fußball. Stimmt. Ich muss noch einen Tanz für den Wettbewerb einstudieren. Oh nein! Guten Morgen, Zeo. Und, wie geht's meinem kleinen Tänzer heute Morgen? Was, Tänzer? Ich wusste gar nicht, dass du dich fürs Tanzen interessierst, Zeo. Tu ich auch nicht. Und ich will auch keine Ballettklamotten tragen. Ich wünschte, ich hätte nie gesagt, dass ich mich beim Tanzwettbewerb anmelde. Also, wie ist es denn dazu gekommen? Xenia hat so mit ihrer Tanzerei angegeben. Und Zeo hat einfach ohne nachzudenken drauf losgeplappert und hat sich dann beim Wettbewerb angemeldet. Das ist gar nicht komisch. Die werden doch alle über mich lachen in meinem blöden Tütü. Du musst doch gar kein Tütü anziehen.
Und du musst doch gar nicht Ballett tanzen, mein Junge. Doch, das muss ich. Zeo, ich habe in der Zeitung etwas über diesen Tanzwettbewerb gelesen. Und da wird nicht nur Ballett getanzt. Da kann man doch alles Mögliche tanzen. Und ich bin mir sicher, dass wir einen Tanz finden, der zu dir passt und der dir auch gefällt. Na komm, jetzt holen wir mein altes Grammophon raus und sehen, ob wir was für dich finden. Ja, ist gut, dann werde ich es eben mal versuchen. Na, dann werde ich die mal auflegen. Tada! Na, wie findest du denn das? Ganz gut, Opa. Weil das überhaupt nicht nach Ballett aussieht. Na, das habe ich doch gesagt. Das nenne ich übrigens den exotischen Ausdruckstanz. Was ist? Jetzt musst du es mal versuchen. Na ja, einverstanden. Theo, hast du dir wehgetan? Komm, weißt du was, mein Junge, mit ein bisschen Übung wirst du das ganz sicher hinbekommen. Hey, hallo Zeo. Könntest du bitte ein bisschen leiser sein? Ich bin gerade dabei, meinen Tanz für den Wettbewerb einzuüben, weißt du? Ach, du wirst da auch mitmachen? Ja, aber es klappt irgendwie nicht. Ich krieg meinen Tanz überhaupt nicht hin und... Einen Moment mal. Du wirst da auch mitmachen? Mhm. Aber du hast doch gesagt... Ich habe eben meine Meinung geändert. Aber bei mir klappt das mit dem Tanzen auch irgendwie nicht. Hört mal, also wenn ihr beide das Gefühl habt, dass das mit dem Tanzen nicht so hinhaut, warum tanzt ihr dann nicht zusammen? Ich sag euch was, ich glaube, ich habe genau den richtigen Tanz für euch. Ach ja? Also ich weiß nicht. Aber doch nicht etwa Ballett, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe eine Idee. Oma und ich zeigen es euch. Hey! Wow, das war ja toll! Ja! Ich wusste ja gar nicht, dass Omas tanzen können. Frechdachs. Versuchen wir es auch mal? Klar! Na los, Kinder. Und hüpfen, und hüpfen. Und das mit viel Schwung. Und links und rechts. Und das mit viel Schwung. Ja! Vorsicht! Wunderbar, ganz toll. Das wird sicher großartig. Oh ja, der Wettbewerb kann losgehen. Nun sind Sie soweit. Herzlich willkommen zu Tanz im Park. Wir eröffnen den Wettbewerb mit dem ersten Kandidaten. Applaus für Zack Zoe. Xenia! Und nun, zu guter Letzt, sehen Sie Zeo und Elsie! Bravo! Super!
Als Vertreter des Oberbürgermeisters, der bedauerlicherweise heute nicht hier sein kann, ist es mir eine Ehre, den ersten Preis zu vergeben, und zwar an Xenia. Ihr beide wart aber auch sehr gut, Theo. Du und Elsie, ihr habt schon ganz gut getanzt. Danke, Xenia. Hey, und weißt du was? Das nächste Mal werden wir... Was ist denn dann? Ach, ich bleib lieber dabei, Monster aus dem All zu spielen. Aber tanzen ist auch lustig. Hallo, guten Tag. Hallo, Mr. Zoe. Guten Tag, Mr. Zoe. Ich möchte bitte ein Laib Brot haben. Ja, sehr gern. Und hast du auch irgendeinen Wunsch? Willst du vielleicht irgendwas, Pock? Ah, darf ich bitte einen Apfel haben, Mr. Zoe? Ja, nimm dir einen. Aber pass auf! Theo! Oh, hast du gesehen? Beinahe hätte ich einen Apfel gefangen. Ja, das ist wahr. Das hast du. Und das sah wirklich sehr lustig aus. Ja, das war wie bei einem Clown. Was ist denn ein Clown, Mr. Zoe? Also Clowns sind die Männer, die immer im Zirkus auftreten. Ja, sie ziehen sich immer lustige Kostüme an und bringen alle Leute zum Lachen. Oh, toll! Also das hört sich ja sehr interessant an. Hallo, Opa. Oh, hallo, mein Junge. Kannst du mir irgendwas über Clowns sagen? Clowns? Oh ja, also ich mag Clowns, weil die mich immer zum Lachen bringen. Aber wie schaffen die das alle immer zum Lachen zu bringen? Na ja, also die machen ganz verschiedene Sachen. Sie laufen komisch oder sie tanzen lustig. Und sie können auch jonglieren. Ich kann das aber nicht sehr gut. Ach, ich wäre so furchtbar gern ein Clown. Würdest du mir dabei helfen, Opa? Ja, natürlich, sehr gern. Also zuerst musst du einmal wissen, wie ein Clown aussieht. Ah, hier ist es. So. Na, dann wollen wir mal in meinem dicken Buch der Clowns nachsehen. Da steht es ja. Hier, sieh mal, Pock. Die haben alle rote Nasen. Also, wenn ich mir eine rote Nase besorge, dann bin ich auch wie ein richtiger Clown. Komm mit, Opa. Sehen wir mal nach, ob wir eine rote Nase finden. Na? Nein, ich glaube, das ist ein bisschen zu flach für eine rote Nase. Wir brauchen was Größeres für dich. Okay. Und wie wär's? Das sieht aus, als hättest du dir einfach nur ein Bauklötzchen auf die Nase gebunden. Weißt du, was wir jetzt brauchen? Einen Pingpongball und ein Gummiband und ein bisschen rote Farbe und eine Schere. Oh, hast du denn das alles da, Opa? Ja, das ist durchaus möglich. Na, dann wollen wir mal sehen. Oh, danke, Opa. Sehr gut. Du siehst aus wie ein Clown. Okay, und nun bin ich bereit für meinen ersten Auftritt. Ist heute ganz furchtbar traurig, weißt du? Aber wieso denn? Warum ist er denn so traurig? Naja, er hat heute einen Milchzahn verloren. Das ist doch nicht so schlimm. Da wird schon bald ein neuer Zahn rauskommen. Ja, ich weiß. Aber ich werde ihn vermissen. Also ich meine, Herr Zebra wird ihn vermissen. Mach dir keine Sorgen, Elsie.
Ich bin Zeo, der Clown. Ich bring dich ganz schnell wieder zum Lachen. Nein, Herr Zebra muss zum Lachen gebracht werden, Zeo. Herr Zebra, natürlich. Setzt euch hin, denn gleich wird die Vorstellung anfangen. Alles in Ordnung, Zeo? Ja, Elsie. Ich habe nur meine oberwitzige Clownsnummer gemacht. Auf die Nase fallen. Also, Herr Zebra hat das nicht sehr lustig gefunden. Er dachte, dass du hingefallen bist. Das hat ihn noch viel trauriger gemacht. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich bin Zeo, der Clown. Und Clowns haben sehr viele Möglichkeiten, die Leute zum Lachen zu bringen. Ja, das wäre schön. Aber ich glaube nicht, dass Herr Zebra jemals wieder lacht. Und nun wird euch Zeo, der Clown, seine unglaublich tolle Jongliernummer zeigen. Oh, hopp, hopp, hopp. Soll ich dir beim Aufheben helfen? Nein, nein, Elsie. Das ist doch meine super witzige Jongliernummer gewesen. Weißt du, Mr. Zoe hat sehr gelacht, als mir alles runtergefallen ist. Naja, und ich habe gedacht, dass du auch darüber lachen wirst. Hm. Das liegt vielleicht daran, dass Mr. Zoe nicht so traurig ist wie ich. Hm? Also, ich meine, so traurig wie Herr Zebra. Das wird schon wieder, Elsie. Ich werde Herrn Zebra aufheitern. Aber ich denke, dass ich ein bisschen Hilfe von Opa brauche. Komm mit, Pock. Du, Opa? Elsie und Herr Zebra sind heute sehr traurig, weißt du? Und Zeo, der Clown, würde sie gern aufheitern. Gute Idee. Das ist wirklich sehr nett von dem Clown. Aber Zeo, der Clown, ist nicht lustig genug für Leute, die so traurig sind wie die beiden. Was soll ich tun? Naja, als ich noch ein Zebrakind war, hatte ich eine Lieblingsclownsnummer, eine Blume mit Wasserspritze. Eine Blume mit Wasserspritze? Hm. Wie geht das denn? Also, das ist genau das Richtige, um traurige Zebras aufzuheitern. Aber zuerst müssen wir uns noch in lustige Clowns verwandeln, und zwar in ganz lustige. Tada! Hey! Na, Herr Zebra? Da sieh doch mal! Treten Sie näher! Treten Sie näher! Darf ich vorstellen? Opa-Clown und Zeo-Clown! Die witzigsten Clowns der Stadt! Hallo und herzlich willkommen in unserem Zirkus. Hey, hallo, Zeo-Clown. Eins muss ich sagen, Zeo-Clown. Das ist eine sehr schöne Blume, die du trägst. Vielen Dank, lieber Opa-Clown. Ich finde sie auch schön. Aber du glaubst ja gar nicht, wie gut sie duftet. Willst du vielleicht mal dran riechen? Oh ja, das möchte ich sehr gern. Da hast du mich aber reingelegt, Zeo-Clown. Na, wie wär's? Möchtest du mal an meiner Blume riechen? Das verstehe ich nicht. Du hast doch gar keine Opa-Clown. Hm? Ups, warte. Ich hab sie im Haus vergessen. So, jetzt. Na, ist das nicht eine schöne Blume? Und das ist die größte Blume, die es auf der ganzen Welt gibt. Und keiner hat einen so schönen Duft. Oh, na, die sieht aber wirklich sehr schön aus, Opa-Clown. Hey, sei vorsichtig. Du wirst gleich nass gespritzt. Oh ja, die ist aber wirklich ganz wundervoll. Was? Aber die sollte doch... wieso funktioniert das denn nicht? Das ist aber wirklich lustig, nicht wahr, Herr Zebra? Ich weiß gar nicht, was du hast. Deine Blume funktioniert doch, Opa-Clown. Na, was ist, Opa-Clown? Wollen wir die Blumen tauschen? Ja, natürlich. Gern, Zeo-Clown. Du, Elsie, möchtest du auch mal an meiner Blume riechen? Nein, vielen Dank. Du willst mich doch nur nass spritzen. Aber das ist die schönste Blume auf der ganzen Welt und sie riecht gut. Los, jetzt riech doch mal dran. Naja, gut, okay. Ja, du hast recht. Also, die Blume ist nicht nur schön, sie riecht auch ganz toll. Möchtest du vielleicht auch mal dran riechen, Opa-Clown? Oh ja, das würde ich gern. Also, ich kann es ja wirklich kaum erwarten, an der schönsten Blume der Welt zu riechen. Ich bin gespannt.
Ihr seid wirklich lustig. Ihr seid total lustig. Und wisst ihr was? Ihr habt Herrn Zebra aufgeheitert. Vielen Dank, Opa. Ich bin zwar ein ganz guter Clown, aber weißt du, mit deiner Hilfe bin ich der allerbeste Clown der Welt. Du, Zeo, weißt du was? Herr Zebra war gar nicht traurig. Ich war so traurig. Ich weiß, Elsie. Ich freue mich, dass du wieder glücklich bist. Aber soll ich dir was sagen? Jetzt ist Herr Zebra wirklich ganz traurig geworden. Ach, das ist ja furchtbar. Aber er sagt, wenn ihr das mit der Spritzblume nochmal macht, wird er wieder fröhlich sein. Ich verstehe. Gut, na dann wollen wir mal. Hallo, hallo, Theo-Clown. Möchtest du gern mal an meiner Blume riechen? Ja, ja, sicher, natürlich, Opa-Clown. Aber möchtest du vielleicht erst mal an meiner Blume riechen? Hm? Ha 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 ha